Ja, hallihallo Freunde, wir sind wieder da. Approaching the Ceres system, sir. Ja, ja. Dropping out of warp. Your Long orders, range scan, sir. Course laid in. Yes, Captain. So, und ich habe Hilfe bekommen von einem User. Ich höre jetzt auch gleich mal nach, wie noch schnell heißt. Mich macht dieses Spiel wirklich kirre. Mich macht es wirklich kirre. Ich habe es ausprobiert. Das hat was mit niedriger Intensität der Phaserbänke zu tun und so weiter. Tralala. Ich habe es probiert. Es hat zwar geklappt, allerdings nicht beim Ferengi-Marauder. Yes, Scanners indicate three contacts in stationary orbit at Ceres. Your order, sir. Ist wirklich sir, zum Kotzen. Should I conduct a scan of the area? Yes, sir. Initiating scan. Bei dem Ferengi-Marauder, ich bin da nicht weitergekommen. Ich feuere und feuere sogar die Photon-Torpedos und da tut sich nichts. Es tut sich nichts. Also entweder ist das ein Programmierfehler, ich habe keine Ahnung. I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a Your Kelvin. Orders, sir. Starfleet Registry Your orders, identifies Captain. The Marauder Red alert. As the greatest, active, sir. Your Entering orders, standard Captain? Orbit. Sir, the Cardassians have turned on the Marauder. They're firing on her. She's taking heavy damage. Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso das denn? Your orders, Captain? Ach so, ich hab... Orders, Captain? Okay, warum feuern die jetzt auf den? Das ist jetzt, ein wenig merkwürdig. Die haben doch eben nicht auf den gefeuert. Hä? Na, jetzt guckt euch mal an, wie schnell der runtergeht. Und ich bin da mit, wer weiß wie viel, drauf am Einschlagen und da tut sich nichts. Und so ein Galor-Schiff ist genauso kräftig wie mein Galaxy-Schiff. Da, guckt euch das an. Yes, sir. Ach. Your orders, Captain. Your orders, Mann! Captain. Yes, sir. Na, guckt euch das an. Vor allen Dingen, was ich hier auch tierisch scheiße finde, ist, wenn Photon-Torpedos schießen, dann die permanent dran vorbeigehen. Except for those of us who have our doubts about Ferengi loyalty, no one is going to be happy. Reporting our status to Starfleet. Incoming subspace transmission from Starfleet, sir. Captain, our Ferengi allies are extremely upset. Ja. Bla bla bla. Und ich darf wieder von vorne anfangen. So, nochmal. Das hatte ich jetzt auch noch nie gehabt, weil ich bin eigentlich... Ach so, ich hab... Ach... Wahrscheinlich wegen dem roten Alarm. Deswegen haben die uns gefunden. Ja, jetzt... Okay. Approaching the Ceres system, sir. Dropping out of warp. Cool. Your orders, Captain. Scan, sir. Course laid in. Wow. Aye, Captain. So. Ja, das ist, weil ich die Schilde hochgenommen habe. Deswegen haben die mich entdeckt und haben das Feuer eröffnet. Ja, okay. So, aber was ich sagen wollte, dass das halt nicht klappt. Ich visiere den Warpkern oder den Warpantrieb an, aber da tut sich nichts. Und das verstehe ich nicht. Approaching Ceres 2, sir. Scanners yes, indicate sir? Three contacts in stationary orbit Standard at Ceres orbit. 2. Aye, sir, should I conduct a scan of the area? Of Initiating course. Scan. So. Captain? Captain? I'm reading a Ferengi Marauder, a Cardassian Galore, and a... Can you read their community? Audio only. Yes, Captain. Informed you have great need of this equipment. We have a contract. Coming. Record the equipment. Blah, blah, blah. So. Big, sir, big. The transfer. They've gone to warp. The Marauder is still on impulse power. It'll take them. Shall we engage the Marauder, sir? Yeah. Captain? Intercept take us out, course Ensign. Plotted. Your Leave orders, in orbit. Captain? Das. Captain? So, ich zeig's euch jetzt mal. Warp-Antrieb. Ah, hallo. Steuerbord. Ausschalten. Intensität niedrig. Denn dann werden die Subsysteme direkt angegriffen. Bei voller Intensität werden die Schilder angegriffen. The Marauder spotted us. She's increased her speed, Zack. Sir. Guess he doesn't want to get caught. Sir, do you want to disable her? Ja, habe ich schon aufgetragen. So, und jetzt passt mal auf, was passiert. Wir sind in Reichweite, aber der feuert nicht. Warum? Ah, doch jetzt. So. Captain, the Marauder is sending out a distress call to the Cardassians. So, we have jetzt. To shut her Marauder down is fast, firing so. Back. Ja, super. Shields are holding. Jetzt Your passt order, auf, wo die Photon-Torpedos hingehen. Alle vier vorbei. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Your orders, Captain? Und das macht mich richtig sauer.
Yes, sir. So. Ich feuer jetzt hier die ganze Zeit auf den einen. Da tut sich nichts, aber auch reinweg gar nichts. Und ich kann hier machen, was ich will. Jetzt feuert der wieder die Torpedos ab. Und die gehen jetzt wieder alle vier dran vorbei. Da hinten sieht man noch die anderen vier. Da muss ich doch wenigstens an den Schilden muss ich doch mal was tun. Da, wieder einer dran vorbei, der zweite, der dritte. Da. Da kriegt man noch einen Hehl, kriegt man da doch. Das ist doch zu kotzen, ist das. Da tut sich nichts. Freunde, und ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Und mit Komplettlösung oder sonstiges habe ich nie was am Hut gehabt. Allerdings, dieses Spiel verführt mich regelrecht dazu. Denn ich habe was rausgefunden. Die Kenner, die das Spiel kennen, wissen bestimmt jetzt schon, was ich jetzt hier vorhabe. Es gibt einen Trick. Da, guckt euch das an. Da ist alles geladen und der feuert nicht. Der feuert einfach nicht. Da, die feuern. Yes, sir. Und auf uns. Ja, du sollst das Ding ausschalten. Da werde ich einfach kirre, Freunde. Und weil ich meine Nerven schonen möchte und weil ich keine Lust habe, jetzt hier 11.000 Mal dasselbe zu machen. Da, ach, guck mal. Jetzt kann er auf einmal feuern. Aber hier geht immer noch nichts runter. Oh, da gehen auch wieder sämtliche Photon-Torpedos vorbei. That's it, sir. Both her warp engines are offline. Hail the Marauder, Ensign. Marauder, this is the USS Dauntless. Identify yourself. Yes, Dauntless. You have damaged us for no reason, and... Get him on screen, Ensign. Oh. Yes, greetings, Captain. Damon Prague in command of the Kravis here. Doing a little business, were you, Damon? A female, speaking to me. Captain, it is insufferable that I am a Starfleet officer, Damon. You've just violated about 20 Federation laws by aiding a former enemy. What would Negus Rom think of that? Now, what was your business with the Cardassians? This was a simple transport contract. I picked up a cargo and delivered it. Just that. What was the cargo? Truly, I do not know. Oh, please don't tell me you didn't peek. What was it? Very tightly sealed. I couldn't open it. It was a plain container. There was nothing to even hint at the contents. Truly. How about an educated guess? Captain, the Cardassians have come back. They heard his SOS. Position? Edge of the system. Coming fast. We will continue this later, Prague. So. Yes, Captain? Jetzt bin ich gespannt. Na? We're coming under fire, sir. Didn't we just save their freighter? What's going on here? Incoming transmission. They're firing at us! Dauntless, Captain, you must protect us until we have warp sweeping capacity. Through phaser arcs. I'll tell you everything. Your order, I know. Sir? Please, Dauntless! Yeah, you say anything. So. Sir, their aft shield is draining. Bei den Cardassianischen Schiffen bin ich etwas irgendwie gespannt. Weil da sieht man wenigstens was, dass wir hier irgendwas machen. Weil bei den anderen sah man das gar nicht. So, jetzt müsste der jetzt nur noch hier mal feuern. Yes, Captain. Machen wir das mal so. Aye, aye. Sir, we are draining their top shield. Ja, dann feuer doch. Hallo, wieso tut sich hier nichts? Sweeping through phaser arcs. Komm, mach weiter hier. Au. Na komm schon. Das Schlimme finde ich manchmal, dass man hier wirklich überhaupt nicht eingreifen kann. Man kann zwar jetzt hier auch manuell feuern, aber. Lining up forward torpedo tubes. Das macht. Sir, we are draining their top shield. So, jetzt kommt. Feuern. Genau. Der ist da, kommt, der Rest auch noch. So,
sobald man hier auf manuell feuern geht, ist die Zielgenauigkeit eigentlich was Captain, we have collapsed their bottom shield. Ah, da siehst du, das sieht doch gut aus hier. Na komm schon. Sweeping through phaser arcs. Oh wei. Na komm schon. Ah, das sieht doch gut aus. Winding up forward torpedo. Moment mal, der andere. The top shield has failed. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Ferengi-Marauder stärker ist als ein Cardassianisches Schiff. Das ist der Marauder, das ist ein Transportschiff. Target's hull has been breached, Captain. Na also. Komm, der Rest auch noch. Lining up forward torpedo. Nein, nicht feuern. Muss mal sparen. Their top shield has failed. Lining up forward torpedo tubes. Yeah. Ah. Come on, put it on. Ha ha. They're turning away. Their warp engines main are engaged. Main power is fluctuating, they've Captain. Warped we'll out. Have to moving reduce into power. Sorry, yeah, yeah, yeah. On screen. Dauntless, I thank you for your protection. Interesting. Especially since you called for the Cardassians to come back in the first place. Clearly an error on my part. I must apologize. I apologize. We part on a friendly basis, do we not? Friendly? That depends on what you deliver to the Cardassians. Ah, well, I received a shipment from a trader near the neutral zone. The Cardassians were most anxious to get it. It's some piece of equipment they do not have. Perhaps they're not allowed to have it. They were concerned that my ship not go through any Federation inspection point. And of course, you didn't. My course didn't take me near one. It happens. I'm sure it happens frequently with you, Daemon. Expect a financial levy on your profit from this venture from the Grand Nagus. I doubt he'll be happy with you once we inform him main of your activities. Main power is offline. Dauntless out. I'm sure he had more to say. Pity we won't hear it. The Marauder's warp engines are back online and powered up. Very efficient repair crews, I'd say. Kravis is warping out. We've gotten all the information we can here. Reporting our status to Starfleet. Ah, okay. Freunde. Ja, ich mache jetzt hier erstmal so einen Break. Ich cheate normalerweise nie. Und ich spiele auch nie mit Komplettlösung. Aber das eben war wirklich notwendig. Weil ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Und bevor ich jetzt hier tagelang dran rumdoktor, habe ich das so gelöst. Den Rest des Spieles werde ich das natürlich nicht machen. Ihr habt es jetzt auch bei den kardassianischen Schiffen gesehen. Sowas mache ich nicht, weil das ist auch dann kein Spielen. Das ist dann einfach nur, sich das angucken. So, und das möchte ich nicht. Aber, wie eben schon gesagt, ich spiele hier mit offenen Karten, deswegen sage ich euch das. Und wie es jetzt weitergeht, ich bin gespannt. Ich werde jetzt hier auch Schluss machen, die Zeit ist erreicht. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, bis dahin, NRW bei 18. Adieu.